Yo, was geht ab, Freunde? Mein Name ist Fassler und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge ReZero to Roly. Ich versuche mit einem Anfangskapital von nur 10 Euro und dem Ein- und Verkaufen von Produkten mir in 2 bis 3 Jahren davon eine Rolex zu finanzieren. Falls du meine Folge ReZero to Roly verpasst haben solltest, dann ist es auf jeden Fall nicht schlimm. Ich habe dir hier oben eine Playlist erstellt, wo du wirklich jede Folge ReZero to Roly findest. Und zum Anfang würde es mich natürlich wie immer übelst supporten, wenn ihr mir ein Abo da lasst und die Glocke anschaltet, weil so verpasst du keine neue Folge mehr. Fangen wir einmal mit den Verkäufen an. Unser freies Kapital beträgt derzeit noch 2600 Euro und ich habe ja in der letzten Folge mir einmal solche Akkudremels eingekauft. Hier oben seht ihr sie nochmal. Insgesamt habe ich da 50 Stück mitgenommen und von diesen 50 Stück haben sich 28 Stück verkauft. Abzüglich der eBay-Verkäufergebühren und aber auch des Versands bleibt da ein Betrag von 713,72 Euro hängen. Schmeckt! Somit haben wir dann auch wiederum ein schönes Kapital von ca. 3300 Euro. Dann war ich ja auch noch in der letzten Folge in diversen Second-Hand-Shops unterwegs und da haben wir auch mittlerweile ein paar Produkte schon verkaufen können. Fangen wir einmal an mit der Haribo-Tasse. Dafür habe ich 12,99 Euro angesetzt und habe die dann auch wiederum bekommen. Ihr wisst ja immer, abzüglich eBay-Gebühren und Versandkosten, das brauche ich jetzt nicht nochmal mit dazu sagen, sind ca. 7,70 Euro hängen geblieben. Dann geht es weiter mit dem Zaubertroll. Hier habt ihr nochmal das Vergleichsangebot. Und ja, den habe ich auch erfolgreich verkaufen können, sodass ca. 14 Euro hängen geblieben sind. Ein absoluter Klassiker, SpongeBob Monopoly, da das Vergleichsangebot war ein bisschen hoch angesetzt, beziehungsweise habe ich auch vielleicht das einmal zu niedrig verkauft. Ihr wisst ja, ich glaube, ich habe das für 50 Cent bis 1 Euro einmal eingekauft und das habe ich so verkauft, dass auch ca. 14 Euro hängen geblieben sind. Lego geht immer und glaubt mir, Freunde, bei Lego sollte man auch immer nie zu niedrig ansetzen, weil sonst habt das jetzt wie ich. Ihr verkauft das ziemlich schnell. Ich glaube einmal, das Vergleichsangebot hier war sogar unvollständig. Meins war vollständig. Ich habe dafür jetzt 30 Euro bekommen und abzüglich Versand- und eBay-Gebühren sind so ca. 23 Euro hängen geblieben. Die ganzen T-Shirts habe ich über den Sommer auch verkauft. Klar, jetzt sind wir ja gerade eben im Winter, aber ich hatte ja so eine kleine Pause und in dieser Pause befinden wir uns auch noch einmal. Da habe ich wirklich ziemlich viel an den Mann gebracht. Das Volcom-T-Shirt habe ich zum Beispiel so verkauft, dass 12 Euro hängen geblieben sind. Dann hatten wir ein ein Popeye-T-Shirt. Das habe ich auch ganz gut verkauft. Da sind 15 Euro hängen geblieben. Dann hatten wir ein Hollister-T-Shirt, da sind 13 Euro hängen geblieben. Dann ein Job-T-Shirt, da habe ich 15 Euro für bekommen. Und zu guter Letzt das Nike auf Vintage angelehnte T-Shirt. Dafür habe ich 18 Euro bekommen. Wenn wir die ganzen Verkäufe jetzt einmal von dem Secondhand-Shop zusammenzählen, ihr habt es ja hier unten schon gesehen, dass es da schon Änderungen gegeben hat, sind wir bei einem freien Kapital von 3500 Euro. Schmeckt! Nun geht's weiter mit ein paar Neuwarenverkäufe. In der letzten Folge habe ich einen größeren Restposten von PC-Programmen aufgekauft. Glaubt mir, Freunde, wundert euch nicht. Also wenn ihr solche Restposten findet und einkauft, dann tut es immer vorab bei eBay einmal vergleichen. Ich nehme das natürlich auch nicht blind mit. Ich schaue dann einmal, okay, wie viele Produkte verkaufen sich davon. Und wenn ich dann ein großes Potenzial sehe, nehme ich das dann einmal komplett mit. Fangen wir einmal an mit dem PC-Programm Nero Burn Express 4. Dafür habe ich jetzt im Verkauf 19,95 Euro angesetzt. Das habe ich dann auch wiederum bekommen. Insgesamt habe ich es jetzt 9-mal verkauft. Abzüglich eBay-Gebühren und Versandkosten sind da insgesamt 139,05 Euro hängen geblieben. Weiter geht's mit Nero Standard. Da habe ich euch ja im letzten Video ein Vergleichsangebot von ca. 60 Euro einmal gezeigt. Aber das ist relativ unrealistisch, dass man da schnell die PC-Programme verkauft. Ich habe 19,99 Euro angesetzt und habe das dann auch bekommen von Nero Standard. Also die Version mit dem Fuchs drauf habe ich insgesamt 7-mal verkauft, sodass 108,15 Euro übrig geblieben sind. Und zu guter Letzt haben wir Nero Platin und
das Teil ging richtig durch die Decke, Freunde. Das habe ich insgesamt 29 Mal verkaufen können und da ist ein Kapital von 710,21 € entstanden. Und somit haben wir ein wunderbares und freies Kapital von fast 4.400 € und im Hintergrund natürlich einen schönen Warenbestand. Und was macht man mit so ein riesengroßes freies Kapital? Richtig, entweder an den Mann oder an die Frau bringen und shoppen gehen. Ab und zu kommt es mal vor, dass ich in Spielzeuggeschäften gar nichts finde. Hier hat man gesehen, dass ich so ein bisschen rumgewühlt habe, aber tatsächlich hat mich davon nichts angesprochen und deswegen bin ich weitergezogen. Im Secondhand-Shop habe ich dann einmal zwei coole Brettspiele gefunden, beide von Parker, einmal Monopoly und aber auch Cluedo. Monopoly in der D-Mark-Version wird bis zu 30 € angeboten und bei Cluedo kann man so circa 15 bis 20 € verlangen. Für die beiden Brettspiele habe ich insgesamt nur 1 € bezahlt. Bei den Plüschtieren habe ich diesmal auch wieder was mitgenommen, nämlich den blauen Elefanten von der Sendung mit der Maus. Im Internet wird er so circa für 10 bis 15 € angeboten und aber auch wiederum verkauft. Und ja, ich habe den jetzt mal mitgenommen. Ich glaube, ich habe dafür nur so circa 20 bis 50 € bezahlt. In einer Wühlkiste konnte ich dann auch nochmal zwei kleinere Sachen mitnehmen. Einmal ein Diddle-Romme-Kartenspiel, das geht im Internet zu circa für 12 € weg. Und dann aber auch wiederum etwas von Heye, ein magisches Dreieck, da ist auch die Mickey Maus drauf. Das geht im Internet zu circa für 8 € weg und bezahlt habe ich für die beiden Teile nur 40 €. Bei der Kleidung habe ich diesmal nicht so viel gefunden, aber dieses Element-T-Shirt habe ich mal mitgenommen. Dafür habe ich auch nur insgesamt 50 € bezahlt und ich glaube für 50 € für einen Marken-T-Shirt macht man definitiv nichts verkehrt. Und zu guter Letzt habe ich im Secondhand-Shop noch eine Diddle-Tasse mitgenommen. Die Diddle-Tasse hat mich jetzt nur 20 € gekostet und ich glaube, da macht man auch nichts verkehrt.
In dem kurzen Clip hat man gesehen, dass ich ein PC-Spiel gefunden habe, nämlich StarCraft, und das war runtergesetzt auf nur 10 Euro. Bei eBay geht diese Version so circa für 40 bis 50 Euro weg, und da habe ich dann auch wiederum einen Mitarbeiter gefragt, die hatten da leider nicht mehr so viele on stock. 6 Stück konnte ich insgesamt dann für je 10 Euro mitnehmen, sodass ich für das ganze Bundle natürlich 60 Euro bezahlt habe, aber der Verkauf schmeckt auf jeden Fall. So Freunde, und wie ihr seht, gab es diesmal offline, also sprich in Secondhand-Shops oder diversen anderen Geschäften, fast gar nichts zu holen. Wir haben immer noch ein riesengroßes freies Kapital. Aber zum Glück gibt es ja einmal das Internet, und ihr wisst ja, ich suche jeden Tag nach Deals zusammen mit meiner Community. Also wenn ihr Bock habt auf richtig gute Deals, checkt gerne mal die Videobeschreibung ab. Da gab es auch wiederum den ein oder anderen Preisfehler oder aber auch PlayStation 5 Drop, den ich einmal mitnehmen konnte. Und da habe ich extra für Resale Road to Rolly dann nochmal 3 PlayStation 5 ergattern können. Diesmal ist es nicht die PlayStation 5 mit Ratchet und Clank, sondern das PlayStation Forbidden West oder Horizon Forbidden West Bundle. Da habe ich zweimal die digitale Version bekommen und einmal die Disc-Version, und dafür habe ich insgesamt 1510 Euro geblecht. Und den letzten Online-Deal, den ich dann noch einmal mir schnappen konnte für die Challenge, ist dann auch noch dreimal das PlayStation VR Twin Pack gewesen, also sprich die Motion Controller, die gab es mal im Angebot für 86 Euro und 83 Cent, und im Netz geht dieses Bundle für fast 200 Euro weg, und tatsächlich sind ein paar durchgegangen. Soweit ich weiß, hat die Community da auch die ein oder anderen Controller abgeräumt. Ja, ich habe jetzt nur 3 bekommen und dafür habe ich 260 Euro und 49 Cent bezahlt. Wenn wir jetzt einmal die Online-Einkäufe abrechnen, sind wir dennoch bei einem riesengroßen freien Kapital von noch 2500 Euro, aber im Hintergrund haben wir wieder einen schönen Lagerbestand. Und das war's dann auch schon wieder mit dieser Folge Resale Road to Rolly. Wenn es dir gefallen hat, würde es mir natürlich wie immer übel supporten, wenn du mir einen Daumen nach oben da lässt, und wir sehen uns definitiv in der nächsten Folge Resale Road to Rolly. Hau rein!